Tag, hallo. Ich bin hier an der Lechstraße 13. Ja, Fuchstal. Und die Staustufe nennt sich Lechmühle. Okay. Und die gehen wir uns jetzt anschauen. Einen kleinen Hafen. So, jetzt sind wir drin. Wir werden ein paar Mal aufpumpen müssen. Ich habe da ein Loch in der Spitze vorne dran, genau im Knick. Das lässt sich einfach nicht flicken. Schauen wir mal, wie es geht. So. Hier hat er einen fetten Wasserpflanzenteppich. Da fahre ich so doch lieber mal außen rum. Muss ich ein bisschen zurückfahren. Und dann mal Rand entlang. Da werde ich wohl kaum durchkommen. Wird riesen richtig anstrengend. Jetzt haben wir das Wasserpflanzenfeld auf einer schmalen Stelle durchbrochen. Und jetzt geht es wieder flussaufwärts. So, jetzt haben wir das Algenfeld umfahren. Ein Wasserpflanzenfeld. Und da haben wir dann auch noch einen Angler. Ups, naja, irgendwo da. So, hier sind wir jetzt schon mal am Ende der Staustufe. In der Zeit habe ich auf der Innenseite auch noch ein Loch. Irgendwo im Spitz drin. Jetzt gehen wir mal schauen, ob ich es hier finde und flicken kann. Ansonsten drehe ich es hier um und das war's dann erstmal für heute. Dann nehmen wir den, ist ja noch früh am Tag, aber das lassen wir dann. So, leider haben die Flickversuche nicht wirklich geklappt. Das ist einmal das Loch dann an der Spitze und doch auf der Unterseite, dass immer das größer aufgerissen ist. Naja, okay. Ab zurück zum Auto, aber natürlich auf der anderen Seite vom Fluss. So. Ja. Aber jetzt fahren wir noch mal quer rüber. Da ist noch ein kleines Altwasser, schauen wir mal, wie weit es hintergeht. So, in die Bucht kommen wir nicht rein, da ist ein Wasserpflanzenteppich drin. Da geht nichts. Und halt dadurch, dass der Boden halt schlapp macht, sieht halt hier gar nicht gut aus. Hier muss man einen Anglerstick gehabt haben. Immer schön die Nägel drin. Oh, hier ist ein riesiges Seerosenfeld. Und ganz da. Da blüht sogar noch eine. Das ist eine ganz kleine Sorte. So, hier sieht man mal schön so
die Nagelspuren von Biber an Fichten, die eigentlich dann nie fällt und nur immer ein bisschen annagt. In der Zwischenzeit sind die Kühe auch aufgewacht. Die waren in der Früh noch nicht da. So, jetzt bin ich wieder zurück. Das war eine relativ kleine Staustufe. Keine Altwasser und Inselchen drin. Okay, kann nichts machen. So, jetzt dann zusammenpacken. Und wenn ich noch ganz, vielleicht habe ich doch noch Bock. Im Auto ist noch das Zweier-Kajak drin. Vielleicht nehme ich dann doch noch die nächste. Schauen wir mal. So, der Nachteil, also das Böse, wenn der Boden platt ist, man kommt eigentlich nicht aus dem Boot raus, ohne dass man pitschnass wird. Ja. Ups. Ja, zum Glück ist das Betreten der Treppe bloß von oben her verboten. Von unten ist er eindeutig erlaubt, weil da steht dann nichts dran.